Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims City! Ja! Genau, gestern kam ja kein Part, heute kommt dafür heute ganz einfach zwei Parts. So einfach läuft die Sache und. Wo haben wir jetzt zum Beispiel stehen geblieben? Irgendwo hier bei unserem glücksspielsüchtigen Sims hier in Bikini Bottom. Wo ja mal die ganzen Häuser hier mal die ganze Zeit abfackeln und da wir verlassene Gebäude haben und ja, letztes Mal habe ich ja so ganz komisch kommentiert, ja. Sind wir ganz normal? Nein, nicht dieses. Nein. Doch, leider. Dieses große Haus. Was sind denn die anderen drei? Da. Okay. Wo ist noch ein Gebäude? Zu viele Verbrecher, okay. Aber ich mache Minus, ich mache wieder Minus. Sollen wir die Steuern erhöhen hier? Komm, die Industrie kann wir ein bisschen mehr blechen. Oder ich dachte, ich mache hier noch mal mit dieser Spieler auch noch mal gewinnen, aber scheinbar nicht so. Die Nachfrage bei Gewerbe ist am höchsten. Nachfrage ist sonst nicht mehr sehr viel geboten. Letztes Mal haben wir geschafft, wir unsere Einwohner in den Griff zu bekommen. Gott sei Dank. Ja, aber da sinkt die Besucher, also die Touristen. Was ich deutlich hier bei dem Ding hier gemerkt habe, bei Nobles Casino. Und da müssen wir ganz schnell wieder was gegen tun. Und zwar ganz, ganz zackig. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir da? Könnte das eigentlich noch ausbauen? Jo. Was habe ich davon? Es geht bestimmt als Deko gut da. Macht sich bestimmt gut. Der Grund, so viele Geheime, die protestieren immer noch. So, was kann ich denn jetzt hier noch machen? Ich gebe für Transport wieder 10.000 aus. Was können wir machen? Ich brauche auf jeden Fall wieder mehr Einnahmen. Stärkere Einnahmen vor allen Dingen. Wenn wir ein Polizeiproblem. Das Verbrechen regiert. Vielleicht baue ich hier auch noch eine Polizeischrift. Aber erstmal muss ich wieder in Plus kommen. Das ist ja das Hauptproblem. Und Touristen brauchen wir. Vor allem brauchen wir wieder Touristen. Oh yeah. Da kommen schon wieder die ganzen Busse an mit den Touristen. Hoffentlich. Weil hier muss ich mehr Geld mitmachen. Das ist zu wenig. Ich mache 2000 Minus. Ich muss mir die Steuern erhöhen, was ich sehr ungern mache. Steuern erhöhen ist eigentlich das Letzte. Verdammt, dann gehen wir die, ja, gehen wir die Einwohner, genau, gehen die Einwohner wieder nach unten und schon habe ich wieder ein Problem. Und die Nachfrage ist noch nicht gerade die höchste, also ist weiterhin kritisch, sehr kritisch. Aber wie lange die für solche Gebäude hier brauchen zum Bauen, das ist schon sehr, sehr komisch. Liegt vermutlich an dem Verkehr, der hier ganz einfach herrscht. Oder lasse ich jetzt noch mal Geld reinpumpen? In diese Stadt. Für dieses super geile Profi-Stadion. So schön hier. Batsch! Einmal rein damit. Oder nicht? Ich bin schon wieder im Minus. Oder es wird Zeit, dass ich mir so langsam mein Kulturding dahin pflanze. Irgendeine Sehenswürdigkeit, ein Wahrzeichen. Und zwar hatte ich ja vor, hier schön das Brandenburger Tor für 550.000. Das denn hier so schön hinzupflanzen. Schön, ein Passdach, oder? So eine hochklassige Touristenattraktion.
Dann muss ich mal schon fertig den schiefen Turm von Pisa machen wir so ein bisschen. Dafür brauche ich Geld. Und die Freiheitsgrotte, so. Yes. Aber mir fehlt Geld. Und vielleicht lasse ich mir dieses Geld wieder ganz einfach reinpumpen. Von Springfield. Was anderes bleibt mir fast gar nicht übrig. Was sind hier für Wagen? So gelbe Wagen. Ach du Scheiße, das ist Taxis. Sollen wir das machen? Sollen wir das machen? Ich muss jetzt mal ganz kurz rüber gehen. Dann gehen wir mal kurz nach Springfield. Springfield! Haben wir schon lange nichts mehr gesehen. Also könnten wir einfach mal einen Besuch abstatten. Einfach mal rüber gehen. Ah, super. 950.000. So, wir simulieren wir die Zeit ein bisschen vor hier, damit die Produktion von Schatten geht. Hier habe ich sogar 11%. Hier habe ich sogar 11%, ja? Und habe 141.000 Euro. Und hier ist die Nachfrage sogar noch da. Sympathie ist sehr gut. Also mit dieser Schritt habe ich einen Glücksgriff gezogen, warum auch immer. Könnte ich jetzt hier rein theoretisch auch einen. Ja, kann ich sogar. Ja, super geil. Viele Ladenbesucher kommen jeden Tag mit dem Auto aus Bikini Bottom. Okay. Du, hier mache ich 24.000 Miese, ist logisch. Aber vielleicht. Ja, da könnten wir noch was anderes machen. Wir könnten der anderen Stadt hier noch Polizei rüberschicken. Polizei. Wir haben 66 Streifen. Komm, schicken wir nochmal. Ja, komm! 25. Dann sollte das schon klappen. Könnten wir jetzt hier eigentlich auch einen. Wo sind die Polizeistationen? Ist das eine große? Der ist eine Polizeiwache, oder? Ja, ist nur eine Wache. Können wir nicht. Nee, können wir nicht. Ich brauche was Großes. Das sieht mir wieder groß aus. Ob wir. Ja, es könnte. Ah, okay. Ein Polizeilandeplatz. Könnten wir jetzt einrichten? Das würde mich aber noch mal mehr Geld verschlucken. Na gut, das ist hier nicht das Problem. 20.000. Zack! So, und den werden wir auch gleich rüberschicken. Ich hoffe, der hebt dann noch ab. So. Damit ist dann drüben die Verbrechensbekämpfung einfach besser geregelt. Dann haben wir das Problem eigentlich auch gelöst. Das ist komplett im grünen Bereich. Spezialisierung. Keine. Was steht hier? Auch keine. Okay. Aber das geht Glücksspiel. Okay. 41.000. Und hier läuft die Produktion weiterhin super. Ich muss mal kurz nach dem Handelspreis hier schauen. 127.000, 147.000. Alles sehr schön exportieren. Warum bist du noch 800.000? Hat man einen Großeinkauf gemacht? Jawohl. Großeinkauf mit Legierung und etc. pp. Und Co. Ich soll das Budget am Dampfen halten. Und hier ist immer noch ein riesen Stauproblem. Wir haben 925.000 Geld gemacht. Überfall im vollen Gange. Okay. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwann das Problem bekriege. Aber können, nein, eigentlich nicht. Ich kann so weit abgesichert hier. Nicht schlecht, Herr Specht.
Kommen wir auch noch mal hier so schönes Ding rein. Zack. Ah, da kriege ich sogar für den Polizeieinsatz jetzt auch noch Geld. Oh, oh Gott, nein, nein, nein! Polizeieinsatz 100! Also, man kann mit vieles Geld machen. Brauchen wir Kohle? Könnten wir nicht noch hier was dran bauen? Weil so viel Überschuss haben wir hier überhaupt nicht vorhanden. Das ist alles Wohngebiet hier, ne? Das ist alles Wohngebiet. Ach, das ist eh verlassen, okay. Da das eh verlassen ist. Problem gelöst. So, das interessiert mich jetzt hier gar nicht. Ich brauche hier Kohle, aber schnell. Computer könnten auch mal wieder verkauft werden. Hä? Habe ich jetzt nochmal Geschenke verteilt? Muss ich nicht verstehen, oder? Ich habe doch da nichts verschickt. Aber apropos verschenken. So, das ist das Maximum? Nee. Das Maximum auf keinen Fall. Weil die Steuer muss ja noch am Überleben. Die Steuern, ich kann, ich bin so ein richtiger Politiker, immer Steuern, Steuern, Steuern. Immer Steuern. So, haben wir jetzt ein Stromproblem? Kohlevorräte knapp, okay. Strom ist das Letzte, was mir ausgehen darf. Notfall können wir noch kaufen, von daher. Ist das eigentlich das kleinste Problem? Nur was wir jetzt hier ganz dringend brauchen, sind mal wieder so ein paar Verkäufe. Weil ich habe jetzt knappe 500.000 in die andere Stadt gepumpt. Das geht ja mal irgendwie gar nicht. Das Geld müssen wir wieder reinbringen hier. Hast du da noch Plastik gekauft? Ey, könnt ihr mal verkaufen? Nicht nur kaufen, importieren. Ah, jetzt hat mir mein Computer verkauft. Ich weiß eh gar nicht, wie das hier aussieht. Das ist der Umschlagplatz, okay. Die 1000 Kisten können verkauft werden. An PCs. Per Fährer habe ich mich erkundigt. Da holt man sich die richtigen geilen Touristen ab. Sprich hier, die richtig Asche haben, reich sind. Es geht eigentlich nur mit dem Fährhafen. Weil die haben das Geld. So eine Fahrt auf dem Schiff ist ja auch eigentlich schweineteuer, ja. Da ist das Flugzeug ja eigentlich billiger, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. So, ihr solltet jetzt mal wieder was verkaufen da. Aber die Skat halte ich auch nur am Laufen wegen den ganzen, Exportierungen hier. Sonst sieht das hier mau aus, sehr mau. In Endlassen schickt ihn bald kein Strom mehr, die Rest. Ach so, ja, egal, macht nix. Macht nix. Das macht gar nichts.
2500 Kisten, ey. So, zweimal jetzt erstmal wieder verkauft. Es läuft. Also wir sind wieder gut im Plus hier. Müll! Was habe ich denn hier für ein Müllproblem? Was? Werteverlagerung. Lager voll. Komm wenig hinterher. So, die Skat ist erstmal wieder sicher aufgestellt hier. Das bedeutet, wir können wieder rüberwandern. Nein, mir geht die Börde. Ich bin froh, die Skat habe ich eigentlich wieder am Laufen bekommen, muss man ja fairerweise sagen. Die Auf und Abs. Ein Auf, ein Ab, ein Auf, ein Ab, ein Auf, ein Ab. So, jetzt muss hier mal Geld reinkommen. 500.000. Wo ist der Geldtransporter? Wo ist der Geldtransporter? Wo? Ich sehe keinen Geldtransporter. Ich sehe keinen Geldtransporter. Ich brauche Geld! Da ist es gerade angekommen. Es ist angekommen. Es ist angekommen. Es ist angekommen. Netzwerke trennen. Mit Internet in Verbindung prüfen. Ja, scheiß doch drauf. Brauche ich gar nicht. Komme. So. Endlich. Nach langer Zeit. Mensch! Ein Schild, wo schreiben wir das Schild noch hin? Nein, Profi-Skalion! Geschlossen. Ich stelle neue Leute ein. Ja, her damit! Leute, willkommen! Oh, ich könnte auch gleich noch das nächste Ding erbauen. Ich könnte gleich noch. Jetzt geht's ab. Was wollte ich eigentlich hier hinbauen? Das, oder? Passt das da nicht hin, oder was? Oder ich kann das Ding nicht ausbauen. Das ist ja richtig beschissen. Ich sage, wir bauen das Ding hier hin. Wutsch! Was kann man denn da? Casino-Leuchtschild. Raketenzimmer-Turm. Was haben wir hier? Disco-Club! Jetzt wird gefeiert. So, hier müssen neue Leute eingestellt werden. Wir brauchen Leute. Kundschaft. Der Polizeihelikopter hilft. Sehr schön. Ich hoffe, wir haben mich jetzt nicht hier nicht wieder mal über die Limit hinausgeschossen. Weil mit 4000 Miese ist das schon. Ah, Veranstaltungsplan. Was kann man denn hier planen? Monster Truck Rally. Kostet der Veranstaltung 150.000, willst du mich verarschen? Weltmeisterschaft. Oh, Legends of Rock. Hört sich alles geil an, oder? Maximaler Profit. Weiß ich ja nicht. Was geht denn da? Was haben wir denn jetzt? Eventplanung. Was ist denn möglich? Sims unter den Einkommensschichten werden es lieben, wenn der Truck lauter kleinere Fahrzeuge von der Zielgruppe Anwohner und Touristen der unteren und mittleren Einkommensschichte. Das Fußball ist ein Elitesport. Anwohner und Touristen der mittleren und oberen Einkommensetage. Kann ich mir nicht mal leisten, ey. Wie war das? Ich kann nichts hören. Ja, ich habe mir dieses T-Shirt bei Legends of Rock geholt. Zielgruppe Anwohner der unteren und mittleren Einkommensschichte. Okay. Sieht alles geil an, oder? Mach Geld, mach Geld, mach Geld, mach Geld, mach Geld. Obwohl, ich mache jetzt einfach meine Veranstaltung hier. Die kostet mich 150.000, ey. Damit überlebe ich nicht lange.